Wir müssen einschalten. Ich drehe sie ganz auf. Ich drehe sie langsam zu. Jetzt wird es lauter und aus. Ich markiere mir einen Punkt, am besten oben, drehe die Druckeinstellung ganz zu. Es ist ganz zu und jetzt gehe ich ungefähr 1/4 Umdrehungen zurück. Da ist der Punkt. Das ist ungefähr eine Umdrehung zurück und jetzt nur mal die 1/4. Und so schert das Gerät auch.